Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Need to repeat this one day, but with bullets. Hm. VR? Also Violet. Hm. Keine Ahnung. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Ist jetzt schon mal da aufgehängt. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Aha. Regel, dass man ruhig sein sollte? Das ist merkwürdig. Robinson Crusoe. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. Interesting. What's that over there? Schlüssel. Denke ich mal. This doorknob has a cross-shaped end. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Wen hast du bespannert? This time I was first to pick beds. This one's mine now. Ist noch irgendeine interessante Schatulle, aber... Wozu gehört der Griff? Ein staubiger Türknauf aus Holz mit einem ausgewirbelten kreuzförmigen Endstück, das wie ein Schlüssel aussieht. Sollte ich vielleicht nochmal dieses Anheften immer da. Ja, los geht's, würde ich sagen. Perfect match. Pfeife. Made of cherry wood, father's favorite. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Sieger Holmes Pfeife. Eine kleine gerade Pfeife aus Kirschholz, die einst Sherrys verstorbenem Vater Sieger Holmes gehörte. Wir mussten sie vor Violet verstecken, da sie nicht wusste, dass wir sie in London aus seinem Zimmer entwendet hatten. Das Holz ist alt und vom intensiven Gebrauch abgenutzt, doch Sherrys Vater ging sehr pfleglich mit ihr um. Sie riecht noch leicht nach Tabak. Sherry hat die Pfeife seines Vaters an sich genommen. Ich schätze, sie hat für ihn einen hohen ideellen Wert. Unser Fallbuch oder was? My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. I knew you'd find it in no time. Cool. Hast du sonst nichts mehr? Ich dachte jetzt, es bringt uns irgendwie weiter. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again.
Das wusste ich gar nicht. Und jetzt? Suchen wir weiter nach Erinnerungen. Oh, hä? Oh, it reminds me of our neighbor. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes. We visited him several times while living here. Gedankenspiele. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Können wir natürlich mal reingehen und können wir die Pfeife, können wir damit irgendwas tun? Nein. Gegenstände. Ah, okay. Ich klicke das einmal alles an. Ich mag das nicht, wenn da Sachen offen sind. Also hier. Das wird auch interessant. Mutter starb an Tuberkulose. Mycroft sagte, dass Mutter an Tuberkulose gestorben war und es ist davon auszugehen, dass dies der Wahrheit entspricht. Aber meine Mutter litt nicht an Tuberkulose. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie jemals stark husten gehört zu haben. Mycroft hat gelogen. Mycroft verschleierte die Wahrheit über Mutters Tod und tischte mir die Tuberkulose-Lüge auf. Ah, kein feiner Zug. Befreundeter Nachbar. Wir hatten auf der Insel einen Nachbarn, der ein Freund der Familie war. Ja, das wird hier... Och doch, das passt wohl. Okay. Familienfreund. Es gibt zwar keine Aufzeichnung über Mutters Tod, aber ein alter Familienfreund auf Cordona könnte etwas wissen. Ja, cool. Ja. Dann können wir mal zum Familienfreund gehen. Einen exzentrischen Mann namens Theodore Gilden, dem der rechte kleine Finger fehlte. Wenn er noch hier lebt, kann er mir vielleicht mehr über den Tod meiner Mutter verraten. Er hatte damals in einem der Nachbarhäuser gelebt, in der Nähe der griechischen Brücke. Und in seinem Hof hatte er einen gasgefüllten Ballon. Wasn't that neighbor missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore? Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Okay. Da muss der Dachboden wohl noch warten. Kann der ja nicht so weit weg sein eigentlich. Griechische Brücke. Das ist die hier wahrscheinlich. Steht auf jeden Fall kein Name jetzt dran. Ja, gehen wir da mal hin. Und da steht da wohl ein Name. Ja. Alles klar. Da unten werden unsere Sachen verkauft. Aber wir gehen erstmal hier hin. Ich vermute mal, dass er irgendwo da ist. In dem Haus? Oh. Oder ist da runter auch jemand drin? Da hinten ist die Brücke. Ist das irgendwie hier zur Brücke zugehörig? Sieht nicht wie ein Wohnhaus aus. Nee. Dann hier bestimmt. Oh. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. Was ist denn hier los? Das sollte so nicht aussehen. Ein goldener Käfig.
Ich wollte einem alten Familienfreund einen Besuch abstatten, stieß aber stattdessen auf ein verwüstetes Anwesen. Das Tor wurde von innen durchbrochen. Anheften. Jemand zu Hause? Was auch nicht, what happened? Help me, please. Excuse me, what? I'm not sure I know. It's as if a storm went through here. Destruction and trampled ground. Okay. Oh, Gottes Willen. Ich habe mich so erschrocken. Ist das unser Freund? Wie sind wir denn jetzt gerade hier hingekommen? Und wo? Und da. Ich komme gleich. Ich wollte mir eigentlich den Pool angucken gerade. Das ist ein Pool. Wie sieht das aus? Hog Heaven. Ein kleiner Schwimmteich. Das ist bestimmt das Gas für den Ballon. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Oh, habe ich was übersehen? A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Ja, da oben. It's seen a lot of use. The blade is worn from grinding. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Was denn noch? Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. Ja, das ist unser alter Freund. Ihm fehlt der Finger. Das sieht unangenehm aus. Oof, a contortionist you were not. A missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore Gilden. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. A kneecap reduced to splinters. Aua. A belt from a dressing gown. Curious. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Ja klar. Blood and saliva, possibly as a result of impact. A strong pull broke this leash. War bestimmt die Leine vom Ballon? Würde ich vermuten. So. Ein Elefant?
Tatsächlich. Poke the elephant with this. Really? People are hopeless. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. Aha. Mit E aktivierst du deine Fotokamera und mit linker Maustaste machst du ein Foto. Der Rahmen in der Fotoansicht nimmt eine weiße Farbe an, sobald die Kamera exakt auf den richtigen Bereich zum Fotografieren gerichtet ist. Okay. Oh! Tatsächlich ein Elefant und ich dachte, hier wäre der Ballon gewesen. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. Den Artikel könnten wir dann wohl im Zeitungsarchiv finden. Ja, nee, hier haben wir alles. Armer Elefant. A royal suite for a favorite. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. Hm. Ja, aber er war ja angebunden. Das ist doch kacke. This is quite comfy. Ja, nicht sobald du da an der Kette hängst. Können wir schon loslegen? Oder fehlen uns noch Informationen? Die Puppen haben alles beobachtet. An amount of attention that most can only dream of. Na gut. Ein unbekannter Angreifer. Boah, ich bin jetzt gerade echt unsicher. Haben wir sonst noch? Vielleicht wird es dann klarer. Also das passt wenig zu der Verrenkung. Es ist die Frage, ne? Ist er da gequetscht worden? Aber Blut und Speichel hatten wir ja da vorne auch. Das kann ich nicht einfach. Wieso gehen wir denn davon aus, dass da jemand weggelaufen ist?
Gibt's nur die zwei Möglichkeiten. Na, okay. Das sollte klar sein. Das Tor ist ja vom Elefant zerstört worden, ziemlich sicher. Okay. Aber wo ist dann diese Person am Anfang? Das würde eben am ehesten zur... zur Blutlache passen. Er muss ja hier schon... Ah, okay, Moment. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Wir haben ja Schleifspuren. Fällt mir gerade ein. Rote Schleifspuren. Jetzt könnte der Elefant ihn gezogen haben. Das könnte sein. Oder aber der Angriff, aber das würde, wie gesagt, das würde diese Verrenkung nicht erklären in meinen Augen. Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Kann ich in Informationen reingucken einmal nochmal? Was haben wir gefunden? Der Mann weist so viele tödliche Verletzungen und Brüche auf, dass es schwierig ist, die genaue Todesursache zu bestimmen. Seine Beine sind blutig und übel zugerichtet. Der Leiche liegt der Gürtel eines Morgenmantels. Neben einer kleinen Blutlache liegt ein Dressurhaken auf dem Boden, der jedoch sauber ist. Okay. Der war nicht für das Blut verantwortlich. Mit einem kräftigen Ruck hatte das Tier die Eisenkette zerrissen, mit der es im Zaum gehalten worden war. Ist jemand gegen die Schuppenwand geprallt und hat ein Messer fallen lassen. Oh. Ruhig. Ja, das haben wir gesehen. Die Person eventuell... Erst die Frage, könnte was damit zu tun haben, könnte aber auch nichts damit zu tun haben. Goliath, der Goliath könnte Mr. Gilden getötet haben. Der Elefant könnte... Goliath könnte hier der Gilden angegriffen haben, um auszubrechen. Schwierig. Warum hat er so geblutet? Das ist nicht richtig. Angreifer, nee, nicht der Angreifer, also die Person muss ja das Seil losgeschnitten haben mit dem Ballon.
Also aktuell könnten wir die Verrenkung nur so erklären. Ich weiß nicht, was passiert, wenn es jetzt nicht stimmen sollte. In a fit of rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Mhm. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Yeah.